Die Digitalisierung hält seit Jahren Einzug in unser Leben. Was bereits alles möglich ist, sehen wir immer wieder in den Medien. Doch in vielen Bereichen sind die digitalen Welten und Möglichkeiten bislang nur in kleinen Teilen bei uns angekommen. Speziell beim Hausbau, dem Umbau oder auch der Einrichtung gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und genau hier setzt das Ravensburger Unternehmen Raumzeit an. Es macht die Räume für die künftigen Bewohner schon vorher begehbar und das nicht in der Qualität von Pac-Man, sondern mit modernster Video- und VR-Qualität. So, hallo Florian, schön, dass wir da sein dürfen. Hi Tobias, freut mich, dass ihr gekommen seid. Herzlich willkommen bei Raumzeit. Dankeschön, lass uns mal in die virtuelle Welt eintauchen. Sag mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen zu sagen, wir machen jetzt hier virtuelle Welten, wir gestalten das alles für die Menschen? Wir merken seit längerem, dass es gerade im Bauen große Problematik ist, wie visualisiere ich Pläne, wie mache ich dem Kunden klar, dass er was er später bekommt. Ein 2D-Plan lesen können eben noch die wenigsten. Und insofern sind wir auf diese Visualisierungsgeschichte gekommen, haben immer weiter ausgebaut und haben versucht zu perfektionieren. Und jetzt sind wir heute hier, wo wir stehen. Da freue ich mich drauf. Das ist nämlich heute auch meine Premiere, das Ganze zu betreten. Aber wie funktioniert das jetzt im Voraus? Was muss ich jetzt alles mitbringen, wenn ich sagen will, ich möchte mal so etwas erleben? Also kurzes Beispiel, du hast zu Hause einen Raum, deine Kinder sind ausgezogen, du möchtest ein Gästezimmer draus machen. Du kommst einfach zu uns mit deiner Idee, wir beraten dich, gemeinsam überlegen wir uns kreative Lösungen für diesen Raum, scannen dann deinen bestehenden Raum mit einem 3D-Scanner ab. Was ist das Teil? Das ist hier unser 3D-Scanner, der dreht sich einmal in der eigenen Achse und nimmt die Raumoptik auf und jedes einzelne Maß von jeder Nische. Das heißt, wir haben dann schon alle Maße und können dann mit der Planung im virtuellen Raum beginnen. Das heißt, es kommt überhaupt kein Handwerker mehr oder ein zweiter oder dritter, ich muss zu Hause warten, sondern... Es kommt einmal einer, der scannt, dann haben wir erstmal eine Maße. Es kann sein, dass man nochmal vielleicht mal was kontrollieren muss, aber in der Regel kommt ein Scan und dann kann ich die Planung beginnen. Sind die Daten da, dann bereiten die Experten das Modell für den Kunden vor. Alles ganz exakt und genau nach den Vorstellungen des Kunden. Nun heißt es, das Zuhause betreten, bevor es Realität ist. So, ja, am besten zeige ich es dir. Das heißt, der Tobi entdeckt, oder? Genau. Das heißt, ich zeige es dir direkt. Wir haben eine Planung vorbereitet, ein aktuelles Kundenprojekt. Sehr cool. Ich gebe dir die Brille, die VR-Brille. Das ist hier eine kabelgebundene. Meine Premiere, virtuelle Welten. Juhu, einfach aufsetzen. Einfach aufsetzen. Gebe dir hier dazu die Controller, mit denen bewegst du dich im Raum. Einmal die rechte Hand und einmal die linke Hand. Genau. So. Und jetzt? Genau. Jetzt hast du den geplanten Raum vor. Du kannst jetzt mit dem Controller in der linken Hand durch den Raum laufen, kannst ihn begehen, du kannst dich umschauen. Das ist quasi als eine Planung. Kunde wird wieder eingeladen, sagen wir, so stellen wir uns das vor. Und jetzt können wir hier Änderungen vornehmen. Jetzt kann der Kunde sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, so habe ich es mir vorgestellt. Oder lass uns mal den Boden anders machen. Interessant wird es dann in den Details. Wenn du jetzt mal hier hinter gehst in das Ankleidezimmer. Okay, Moment. Jetzt ist es so, cool. Jetzt würdest du in einem 2D-Plan, würde dir jetzt so kleine Details nicht auffallen, aber jetzt stehst du in dem Raum drin und kannst wirklich modifizieren und sagen, du, das Fach ist mir zu klein, wenn ich das jetzt mal so sehe. Oder ich muss da noch ein Kofferfach reinhaben oder ich möchte die Stangen anders haben. Das ist total cool. Und hier ein Waschbecken. Das ist jetzt einfach der erste Vorschlag. Wenn der Kunde jetzt aber sagt, nein, das stelle ich mir anders vor, mal die Farbe, dann modifizieren wir den so lange, bis gemeinsam, bis der Raum passt und dann wird er erst gebaut. So, also erster Ausflug, würde ich mal sagen. Echt super spannend. Wahnsinn. Bin echt begeistert, weil man sieht ja wirklich jede Maßung auch auf dem Holz, muss ich sagen. Also total beeindruckt. Wenn ich jetzt aber nicht hier bin oder sage, ihr ruft an, sagt, ich habe die Planung fertig und ich sitze zu Hause, weil ich kann nicht zu euch. Und genau. Wie dann? Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben hier die kabellosen Oculus Quest-Brillen quasi, die können wir versenden. Ja. Die ist völlig einfach, die mache ich hier an, ich habe das Modell drauf, zu Hause im Wohnzimmer, Brille auf, drauf, durchlaufen. Das heißt, ich brauche keine besonderen technischen Voraussetzungen, ich sage, ich brauche ein halbes Studio bei mir zu Hause. Nein, überhaupt nicht, nee. In Ravensburg ist bei der virtuellen Haus- und Raumplanung bereits die Zukunft eingezogen. In den Räumen der Firma Raumzeit kann man sein Zuhause schon vor dem Einzug schon nahezu realistisch gestalten, umplanen und erleben. Du hast mir noch gesagt, ich kann auch Räume umgestalten, wenn ich drin stehe. Das will ich jetzt auch mal erleben. Genau, das ist ja der große Vorteil. Wir wollen ja die Räume modifizieren. Wir treffen ja nicht immer den Geschmack des Kunden sofort. Hier haben wir noch einen anderen Vorteil. Hier zeigen wir, was interaktiv möglich ist. Du könntest jetzt auch Ofen, Regale aufmachen, also jetzt die Anwendungen testen. Nicht nur die Visualisierung, sondern auch ausprobieren.
Nimm mal zum Beispiel, du siehst vor dir einen Apfel. Versuch einfach mal den Apfel zu greifen. Den kannst du vielleicht hinten in den Ofen legen. Das heißt, ich lang da jetzt einfach so hin. Greif einfach zu, wie eine normale Greifbewegung. Jetzt gehen wir hier zum, machst den rechten Ofen mal auf. Der schaut. Soll ich vorher den Apfel ablegen? Du kannst den Apfel da hinlegen. Das ist ja echt Hammer. Und jetzt machst du mal den Ofen auf. Wieder greifen. Aufmachen Sie. Du kriegst jetzt quasi richtiges Gefühl. Ist das auf der richtigen Höhe? Kann ich das greifen? Geht der Schrank auch? Geht auch, natürlich. Planerisch. Wow. Wollen wir vielleicht mal, die Küche ist jetzt schön weiß. Jetzt wollen wir sie vielleicht mal rot machen. Einfach um mal zu gucken, bin ich vielleicht doch der rote Typ. Okay. Das bedeutet, wir ändern jetzt einfach die Farbe der Küche und zack, stehst du in einem komplett anderen... Also jetzt gehe ich mal noch kurz zurück, um den Überblick zu haben. Ne? Krass. Jetzt habe ich eine rote Küche. Ich hätte gerne, ich habe gehört, schwarz ist das neue Weiß. Wir können die Küche auch... Simsalabim. Können die Küche auch schwarz machen. Und wir haben jetzt eine ganze Zeit. Jetzt drehst du dich mal um, da siehst du hinter dir einen Esstisch. Da kannst du dich, bevor du dich hinsetzt, rück den Stuhl rück mal zur Seite. Das ist auch immer so ein Thema. Reicht also der Platz wieder, wieder greifen. Greifen. Jetzt habe ich noch einen Wunsch. Ich hätte gern einen dunklen Nussbaumfußboden. Boden, zack, ausgewählt. Und wunderbar. Jetzt drehst du dich wieder um. Jetzt siehst du schwarze Verkleidungen, Nussbaumboden, hier im Fischgrätenmuster. Der Raum ist grenzenlos veränderbar. Also, meine gestaltete Küche. Wir können ja mal bei den Zuschauern abstimmen, ob das dunkel genug ist, das Ganze. Was ja auch ein ganz großes Thema ist, sind funktionale Räume. Weil jetzt hier haben wir eine ganze Küche, auf dem Land hast du vielleicht mal eine größere Wohnung. Was sind funktionale Räume und warum werden die so wichtig? Es ist oft so, dass gerade der Wohnraum ja auch nicht grenzenlos zur Verfügung steht. Also gehen wir davon über, dass man aus einem Raum auch mehrere Räume abbilden kann. Beispielsweise das Gästezimmer, wo hinter der Schrankwand auffahrbar die Büronische versteckt ist. Und dann noch ein großes Thema ist der Smart Home. Jetzt sind wir mal ehrlich, funktioniert das alles so, wie man immer sagt? Also ich steige auf der Arbeit ins Auto, drücke den Knopf und zu Hause ist der Braten fertig. Ist das alles Wunschvorstellung noch oder wie weit geht es denn? Wir gehen den Ansatz, dass man beim Smart Home nicht davon ausgehen darf, was alles möglich ist, sondern wirklich, was der Kunde braucht. Man muss da wirklich auf den Kunden eingehen, wie sind seine Gewohnheiten und was macht wirklich Sinn, ohne den von der Technik her zu überfordern, weil wir wollen keine Überforderung, wir wollen das Leben einfach haben. Und da kann Smart Home mit dem richtigen Ansatz nun mal unterstützen. Es ist schon beeindruckend, was heute in der digitalen Welt schon alles möglich ist. Möbel, Fußböden und auch Wände wechseln in Echtzeit ihre Farben und die Kunden können virtuell schon vor dem Einzug alles so abstimmen und erleben, sodass es später das optimale Raumgefühl gibt. Florian, was kann der Kunde bei euch jetzt alles planen? Ist das wirklich der Raum oder geht es auch hin bis zum kompletten Haus? Unser jetziges Konzept beinhaltet den Umbau von Räumen in privaten Haushalten. Wir können aber auch mit Architekten zusammenarbeiten und gesamte Planungen oder 3D-Modelle visualisieren und umbauen. Also da haben wir eigentlich keine Grenze. Aber wir konzentrieren uns derzeit auf den Privathaushalt, auf den Kunde, der privat zu uns kommt und nicht auf den Gewerbetreibenden. Jetzt sind wir ja in Ravensburg im Süden von Deutschland. Jetzt nehmen wir an, ein Zuschauer in Itzehoe, in Kiel, in Berlin oder Köln hat jetzt Lust, mit euch ein Projekt zu machen. Ist das überhaupt möglich? Und die zweite Frage: Wie soll der Handwerker vor Ort eigentlich verstehen, was der Kunde am Ende des Tages will? Das ist tatsächlich möglich. In der Vorplanung spielen diese Entfernungen überhaupt keine Rolle. Ich kann auch nach Berlin fahren und den Scan machen oder mit Dienstleistern dort zu arbeiten. Die Datenbasis ist dieselbe. Wir können es planen, wir können das über Links oder über die Brille dem Kunden schicken und über Videocalls besprechen. Jetzt haben die Leute Lust, mit euch so etwas zu machen. Das ist ja auch wertvoll, so eine Planung und diese Einschätzung. Was kostet mich das ungefähr? Das ist natürlich schwer, einen Preis zu nennen, weil es natürlich je nach Visualisierung, je nach Raumgröße, je nach Anwendungen völlig unabhängig ist. Wir berechnen immer einfach einen zeitlichen Aufwand, sind im Stundensatz, sage ich mal, eher auf der mittleren Preisebene, was einen Planer angeht, kosten daher auf keinen Fall mehr wie eine normale Planung. Wir legen den großen Vorteil einfach auf der Visualisierung, auf das, was man nachher bekommt, und die Kosten sparen wir nachher im Bauprozess ein, weil der Handwerker, der Kunde, jeder genau von Anfang an weiß, wie das Ergebnis sein muss. Dann noch abschließend eine Frage. Wie digital ist das Handwerk überhaupt? Unterschätzen wir das Handwerk oder sagen doch viele Handwerker, ach, lass uns das mal so machen, wie wir es schon immer gemacht haben?
Ich glaube, das Handwerk wird da in großen Teilen extrem unterschätzt. Ja. Denn der Handwerker kann eins wahnsinnig gut sich auf neue Situationen einstellen, improvisieren und Dinge pragmatisch vorantreiben. Und wenn er einmal auf die Digitalisierung und die Vorteile gekommen ist, dann geht es im Handwerk relativ schnell. Und die Vorteile gerade von digitalen Anwendungen im Handwerk natürlich einfach enorm sind. Florian, dann vielen Dank für deine Zeit, die Einblicke und für ein echtes Tobias entdeckt, wo ich die virtuelle Welt entdecken durfte. Gerne, hat großen Spaß gemacht. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.